Hey Leute, was geht? Wellington hier und willkommen zu Kurz erklärt. Heute zeige ich euch, was ihr gegen lästige Camper in Gebäuden tun könnt, die sich im Gebäude verschanzt haben. Einfach wie hier beschrieben eine Panzermine ins Gebäude legen, draufschießen und das ganze Gebäude wird in Nu kaputt sein. Natürlich kann man das auch stilvoll wie James Bond machen mit der Pistole, dafür benötigt ihr aber oft mehrere Schüsse, also somit nehmt eine hochkalibrige Waffe oder schmeißt eine Handgranate auf die Panzermine, das bringt es natürlich auch. Tja, und so werdet ihr jetzt sehr lästige Camper in Gebäuden los. Insbesondere auf der Karte von Suez, die ja glaube ich gerade heute gepatcht wird mit dem neuen Herbst-Update, kann dies natürlich nützlich sein. Diese Serie heißt Kurz erklärt und der Name ist auch Programm. Also ohne große Umschweife, wenn ihr eine Schrotflinte sucht und sie bisher nicht gefunden habt, nehmt die Model 10 Jäger. Der Name ist Programm. Mit Ausnahme der Elite-Klasse kenne ich keine Nahkampfwaffe, die so effektiv und grausam ist. Selbst gegen die 900 Schuss schnelle Automatico werdet ihr oft einen Feuerkampf gewinnen können. Für solche Videos nehme ich bei Gameplays meistens nicht meine Stimme auf, aber ihr hättet mich hören sollen dabei. Ich habe gejaucht und gejohlt, während ich gespielt habe. Auch wenn dies grausam ist, wenn man hinbedenkt, dass man hier Menschen umbringt. Wie ich schon in meinem Tipps-Video sagte, es ist nicht schwer, einen Behemoth runterzubringen, wenn man im Teamplay arbeitet. Aber wisst ihr auch, dass man einen Behemoth sehr leicht alleine runterkriegt? Nun gut, das setzt auch eine schlechte Crew in einem Behemoth voraus, aber meistens ist es ja wirklich der Fall. Beim Zeppelin und beim Schlachtschiff bin ich mir sehr sicher, dass es dort klappt. Beim gepanzerten Zug bin ich mir nicht ganz so sicher, weil ich sehr wenig Karten spiele, ehrlich gesagt, wo der gepanzerte Zug auftaucht. Am anschaulichsten finde ich es aber beim Zeppelin. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ihr müsst einfach euch auf eine Stelle beim Zeppelin konzentrieren. Denn wenn ihr lange genug das Feuer auf eine Stelle konzentriert, gilt dieser Teil als zerstört und gibt euch extra massive Punkte und teilt nochmal extra Schaden am Zeppelin aus. Beim Zeppelin ist die Unterteilung recht simpel. Es gibt das Bug, also vorne, das Heck, also hinten und die beiden Seiten jeweils, die zu zerstören sind. Und wie ihr seht, braucht ihr auch kein großes Flakgeschütz. Ein normales Maschinengewehr, stationär, das reicht auch vollkommen aus. Und der Vorteil bei diesem Maschinengewehr ist auch, dass ihr ein viel kleineres Kaliber habt. Der Zeppelin, der oben in der Luft ist, kann eure Kugeln daher viel schlechter sehen und kann auch nicht einschätzen, aus welcher Richtung der Beschuss stammt. Das ist jedoch meine persönliche Erfahrung. Vielleicht war auch einfach der Bordschütze an dem Zeppelin auch einfach nur ein Dummkopf. Das mag ja auch sein. Ach ja, und als letztes vielleicht noch ein kleiner Tipp. Seid doch nicht immer der lästige Camper, den ich am Anfang des Videos im Haus in die Luft gejagt habe. Aber Wellington werden da einige sagen, wie soll ich mit einem Repetiergewehr im Nahkampf bestehen? Ganz einfach, ihr nehmt eure Leuchtfackel und schießt sie vor euch auf den Boden. So seht ihr alle Gegner im Umkreis und habt den Vorteil, zu wissen, wo sie sind. Wissen ist Macht und bedenkt, wie stark eine Kugel aus einem Repetiergewehr ist. Danach müsst ihr sie noch meistens mit einem Schuss aus der Pistole erledigen. Und wer gar nicht mit einem Repetiergewehr im Nahkampf, oh mein Gott, was für ein tolles deutsches Wort, nicht zurechtkommt, kann immer auch die 1903 experimentelle Version ausprobieren. Denn diese ist halbautomatisch und feuert sehr, sehr viele Kugeln auf den Feind ab. Ich habe sie zwar freigeschaltet, aber sie ist nicht so mein Ding, deshalb seht ihr auch kein Gameplay davon. Aber probiert sie gerne mal aus, diese 200 Kriegsanleihen habt ihr schnell wieder drin. Wie auch beim letzten Tippvideo hoffen wir euch hiermit zu einem besseren Bürger im Battlefield-Universum gemacht zu haben. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.